Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. In diesem Video schauen wir uns eine weitere Anwendungsaufgabe zu dem Strahlensatz an, und zwar Figuren in größeren und kleineren Kreisen einzeichnen. Wir haben ein Beispiel gegeben, und zwar ein Sechseck, welches mit 5 Eckpunkten auf einem Kreis liegt und mit einem Eckpunkt im Kreis. Und wir wollen nun die Figur so verkleinern, dass der neue Kreis einen Radius von 48 mm hat. Wir beginnen hierzu einmal den Mittelpunkt herauszufinden von dem Kreis, indem man von zwei Seiten des Sechsecks die Streckensymmetralen bildet. Der Schnittpunkt der Streckensymmetralen ergibt den Mittelpunkt des Kreises. Von diesem Mittelpunkt dann aus wird dann der neue Radius eingezeichnet, und zwar ein neuer Kreis mit Radius 48 mm. Zusätzlich geben wir dem Sechseck für die Eckpunkte einige Beschriftungen A, B, C, D, E und F. Danach werden von dem Mittelpunkt aus Strecken zu den jeweiligen Eckpunkten des Sechsecks gezeichnet und die Schnittpunkte der Strecken mit dem inneren Kreis bilden die neuen Eckpunkte des Sechsecks. Jetzt bleibt allerdings noch die Frage, wie wir den Schnittpunkt des inneren Punktes E' erhalten. Pausiert hierzu das Video und überlegt euch einmal selbstständig, wie man den letzten Eckpunkt vom neuen Sechseck erhält. Wir kommen dann gleich zu der Auflösung. Zu der Auflösung: Man verbindet den Eckpunkt E mit dem äußeren Kreis. Hierzu kann ein beliebiger Punkt vom äußeren Kreis gewählt werden und verschiebt dann die daraus entstehende Strecke parallel so, dass man den inneren Kreis trifft. Der Schnittpunkt von der Strecke von M zu E mit der verschobenen parallelen Strecke bildet den neuen Eckpunkt E'. Verbindet man nun die Eckpunkte A', B', C', D', E' und F' miteinander, erhält man das neue verkleinerte Sechseck. Wir sind nun am Ende der Videoreihe zum Arbeitsblatt Strahlensatz angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen und wünsche euch noch viel Erfolg in eurem weiteren Leben.